Die Grußvideo-Queen. Das hört sich doch ganz interessant an, oder? Woll mir mich halt hose mich in ome mina so. Zwei Jahre. Anderen Freundin ein Video aus dem YouTube-Trend geschickt. Musik, Grußnachricht, zum Flirtabend Sonntag. Nicht, weil sie einen schönen Gruß anschicken wollte, sondern die Nachricht. Was ist das? Warum ist das in den Trends? Und das hat mich auf eine Reise geschickt. Eine Reise tief in die Welt der WhatsApp-Grußvideos. Kapitel 1. Die Königin der Grußvideos. Dieses Video aus dem Trends. Das stammt aus einem YouTube-Kanal namens Ellie Schramm. Ellie Schramm ist mir davor und danach noch häufiger in den Trends begegnet. Mit Videos wie dem hier. Dieses Video hat 614.000 Views. Oder das hier. Mein Glück in meinem Garten. Möchte ich dir was sagen. 315.000 Views. Ein Kaffee mit Herz. 171.000 Views. Kennt ihr dieses TikTok, wo jemand so als Gag sagt, dass der professionelle WhatsApp-Status ist, weil keiner weiß, wie das Zeug herkommt und irgendwann muss er machen? Ellie Schramm ist diese Person. Ellie Schramm ist die professionelle WhatsApp-Grußvideo-Designerin. Der Kanal hat über 200.000 Abos. Diese Frau ist die führende Produzentin der Videos, die ihre Tanten, Großeltern oder die Mutter, die auf Facebook WhatsApp schicken. Vielleicht ist in der Familie auch schon mal dieses Video aufgetaucht. Reden können sie dazu. Und du solltest es auch tun. Oder vielleicht war es ein Lächeln, die darf die heißen. Oder vielleicht war es auch ein schönes Bild aus ihrem YouTube-Community, das heute wurde, wie das hier. Rund um Feiertage geht es bei Ellie Schramm besonders ab. Im Dezember macht sie zum Beispiel normalerweise 2 bis 3 Millionen Views. Das ist teilweise mehr als YouTube-Stars wie Felix von der Namen, Instagram 20 oder Jonas Enzel im Monat. Und es gibt noch einen anderen großen Unterschied zu allen anderen YouTubern. Ellie Schramm hat die netteste Community der Welt. Hallo Ellie, guten Abend, danke für dein Video. Auch ich wünsche euch beiden, ihr und kleine Ellie, nächste Edition. Ein volles und gesundes Wochenende. Die soll euch scheinbar nicht mehr ganz so warm. Das ist auch gut, weil manche Tage war es schon so heiß. Im Moment setze ich innen und habe das Video von dir abgeschnitten. Und dann denke ich, meine beiden Lieben, jetzt umarme ich euch ganz lieb und schicke herzliche Grüße, eure Christa. Jeder Kommentar unter jedem einzelnen Video ist genau so. Jeder Kommentar hat eine Million Emojis. Alle Kosten sind mit vollen echten Namen, also kommt Ursula, Waltraud, Ingi, Gerhild, Peter, Angelika, Gisela, Angel, Edgar, Sigrid, Helga, Helmut. Das ist alles, was ich mit dem aktuellsten Video kommentiert habe. Und ich glaube, viele denken noch, YouTube ist ein für Kinder, die alles wissen. Nee, Rentschnatur ist auf dem Vormarsch. Und ehrlich gesagt, sind die so viel cooler als ihr. Und wenn ihr denkt, hey, Ellie Schramm ist so ein Ding. Falsch gedacht, Ellie Schramm hat selbst mehrere Grußvideokanäle. Zum Beispiel Ellie's Glückskäfer, Ellie's Sprüchewelt und Nelly die Fellnase der Grafik. Und dann natürlich auch Kanal der Grußvideos. Und natürlich. Alter, ich schwöre bei Gott, ne? Ich krieg ja, wir haben ja so Familiengruppen und das ist so das, was man bekommt, wenn man, hier, guck mal, Isa. Ja, bitte sag mir, ob solche Grußbilder, aus welchem familiären Lager solche Grußbilder in unsere WhatsApp-Gruppen geschickt werden. Ja, auf meinen Namen. Ja, also, hast du jemals von meiner Familie so eine Grußbotschaft bekommen? Nur weil ich denn nicht bei WhatsApp habe. Ja, natürlich hast du meine Eltern bei WhatsApp. Meine Oma, ich habe gar keine Oma und Opa mehr. Ich habe noch eine Oma. Ja, und die habe ich nicht bei WhatsApp. Also kann ich nicht so. Das Einzige, was meine Oma uns in der WhatsApp-Gruppe schicken würde, ist, ihr habt Hunde im Bett. Grüße aus Bautzen. Nee, sowas kriegen wir nicht. Sowas kriegen wir nicht. Aber, nee, dazu sage ich nichts. Aber es wäre, wenn ich schwarz wäre, wäre es gefährlich. Dann würden wir andere Nachrichten kriegen. Aber glücklicherweise bin ich weiß und heiße Karl. Gut. Und natürlich gibt es auch Kanäle, die versuchen, an den Erfolg von Ellie anzuknüpfen, wie Grüße für dich. Flugpost am Freitag. Flugpost am Freitag. Rosalinde oder Adolina Lina. Aber niemand hat so ein Monopol auf Grußvideos wie Ellie Schramm mit ihren mindestens 4 Kanälen, die ich finden konnte. Allein in den letzten 7 Tagen hat Ellie Schramm 14 Grußvideos hochgeladen. Und jedes einzelne dieser Videos, egal ob es auf den Kanälen von Ellie... Ey, ohne Scheiß, ne? Vielleicht sollte ich Ellie einfach meinen YouTube-Kanal übernehmen lassen. Ne? Dank der Grabenkampf-Videos sonntags weiß ich ja mittlerweile wieder, wie viele Videos in die Woche hochgeladen werden. Die letzten 3 Monate waren wir so bei 2 die Woche, ne? Also da würde ich dann schon eher so eine Ellie engagieren. Ellie ist oder auf einem der anderen, wird mit Liebe in den Kommentaren überflutet. Dann kommt wenigstens mal Content. Dann kommt so ein Hubschrauber, wo mein Gesicht drin ist und dann steht dann da, liebe Grüße von Karl. Ist besser als nichts. Besser als 2 Videos die Woche. Neidisch. Also nichts gegen euch, aber das Level... Vor allem habe ich ja... Ist gut, dass du da bist, Lefted. Ne? Ich habe mit Christian heute gesprochen, weil ich gefragt habe, Alter, ich dachte, wir organisieren uns jetzt. Ich habe jetzt nach 3 Monaten mal wieder auf den YouTube-Kanal geschaut. Da kommen ja 2 Videos die Woche. Und was sagt Christian? Ja gut, bei denen ist nichts zu machen. Kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Der Kommentare ist bei Grußvideos wirklich ein ganz anderes. Und deswegen bin ich im letzten Jahr undercover in das Grußvideo-Game eingestiegen, um selbst die schönste Community der Welt zu erleben. Wow. Wie gesagt, nichts gegen euch, aber. Und bevor ich euch jetzt zeige, was wir gemacht haben und Jemmel macht gerade Praktikum und ich habe eine Hausarbeit geschrieben, aber die Woche kommen von mir wieder Uploads. Ah, okay. Naja, klar.
Praktikum wird bestimmt besser bezahlt als der YouTube-Schnitt, ne? Da kann man dann schon mal das eine schleifen lassen, ne? Ist ja auch klar. Vegane Grüße. Und wie gut das funktioniert hat, einmal ein Grußvideo von unserem Sponsor. Jetzt habe ich meinem Enkel 5. Aber mit Karl kann man es ja machen, ne? Ist ja auch. Richtig gute Grußvideos. Den letzten Tweet, den ich von Lefted gelesen habe, ist, bin bald mit meiner Hausarbeit fertig und dann wird wieder ordentlich auf dem eigenen YouTube-Kanal gepumpt und ich sitze hier und denke mir so, Monkerset. Geschickt mit jeweils 20. Hey Louis, lass es uns einfach machen. Wir overtaken einfach und dann überweise ich halt den beiden Lukasen halt, keine Ahnung. Ich überweise denen einfach ab nächsten Monat dann weniger und mal gucken, ob das einer merkt. Ne? Vielleicht merkt es ja auch keiner. Vielleicht muss ich dann auch mal so tun, als ob es dann keiner merkt, ne? 20 Emojis. Da habe ich mir richtig Gedanken gemacht, was passt und so. Immer so 200 € weniger die Woche. Und dann mal gucken, wann der Erste sich meldet. Und alles, was der zurückschickt, ist so ein Lächelsmiley. Einen. Der ist auf YouTube richtig krass geworden durch die Cutter. Hör auf jetzt, es reicht mir jetzt. Undankbarer Sohn. Den enterbe ich. Schenken Sie Ihrem Enkel NordVPN, dann sind Sie direkt die coolste Oma der Welt. Oh Gott, danke Oma, es tut mir... Junge, das ist echt traurig, du solltest oben sein. Ich kann euch ja einen kleinen Spoiler geben. Wir haben es ja schon oft probiert mit TikTok und mit YouTube Shorts und mit Instagram Reels und dann wurde ein Video gemacht und danach wurde das schleifen gelassen. Ab jetzt gibt es mehr, weil Louis das übernimmt. Ja? Und Louis wird dann jetzt einfach Instagram und TikTok und YouTube Shorts machen und dann wird ordentlich der Scheiß rausgeballert. Und wenn er Zeit hat, schneidet er auch YouTube-Videos für den Kanal. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da rausholen können. Weil du musst halt Cross-Plattformen bespielen, damit Leute zu dir kommen. Und gerade diese Shorts sind halt komplett insane. Ne? Wenn du da vernünftigen Schnitt ranpackst und ein bisschen High-Quality, dann kann das nice werden. Tut mir so leid, dass ich nie zurückgeschrieben habe. Mit NordVPN kann ich jetzt Netzsperren umgehen und Geoblocking austricksen, um zum Beispiel Serien aus den USA zu gucken und in fremden WLANs verstecken, wo ich gerade... Ich habe extra mal einen Google Drive-Ordner mit TikToks gemacht, weil die scheiße waren, Alter. Emotional Damage! So rumsurfe. Auf was für Webseiten surfst du denn so rum, die du verstecken musst? NordVPN kann außerdem dabei helfen, dass Werbetracker ausgetrickst werden und dass nervige Pop-Ups blockiert werden. Ja, das mit den nervigen Pop-Ups, das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Bei diesen, Webseiten, wo du nicht drauf sein solltest. Hey, no shame oder so. Absolut null. Ich habe euch gesagt... Ich persönlich glaube, dass man auch mit dem Praktikum es schafft, ungeschnittene Videos hochzuladen. Aber hey, that's just me. Man kann NordVPN auch auf so gut wie jedem Gerät nutzen und auf bis zu 6 Geräten gleichzeitig. Das ist auch dafür gut. Und ich habe das ganz günstig geschossen, nämlich auf nordvpn.com/robbubble. Da gibt es nämlich 63% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan und nochmal 4 Gratis-Monate. Das heißt, insgesamt kostet mich das jetzt nur 2,88 € im Monat. Und ich habe eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ich kann das ganz einfach umtauschen, falls du wieder frech wirst und nicht auf meine Grußvideos antwortest. Probier's mal aus. Link ist in den Shownotes. Nee, in der Beschreibung. Das ist Podcast. Ich bin schon hippe Oma und guck's als Podcast. Kapitel 3 Undercover in der Grußvideo-Community. Das hier ist Gerda. Gerda hat vor rund einem Jahr einen YouTube-Kanal gegründet namens Gerda Gemütlich. Und da postet sie Videos wie... Gerda Gemütlich für eure Lieben auf WhatsApp, Facebook, Telegram. Das ist ja der Hammer. Das hier, was immerhin 34.000 Views hat. Zeit für eine Pause. Nimm dir einen Moment für dich. Oder das hier mit 29.000 Views. Eine wichtige Nachricht für dich. Dann gibt's Videos, wo Gerda uns liebe Grüße zum Mittwoch schickt mit Fröschen auf dem Thumbnail. Oder sie sagt einfach, du bist wundervoll und deswegen glaube ich an Wunder. Und natürlich sind die Kommentare unter diesen Videos genau so,
wie ich mir meine Kommentarspalte wünschen würde. Zum Beispiel der hier von Esther. Danke, Gerta, für das schöne Video. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hoffentlich mit etwas Sonnenschein. Die Sonne... Alter, ich weiß nicht, ob man sich über Rentner lustig machen muss. Nö. Das sind ja wirklich... Keine Ahnung, die sind ja 60 aufwärts Jahre alt und die finden das toll. Weiß ich nicht, ob man sich darüber lustig machen muss. Ne? Lass sie doch, ich finde das eher niedlich. Wird vermisst. Sie versteckt sich hinter den Wolken. Die Tür ist verschlossen. Darum, liebe Sonne, lach doch wieder. Schein auf unsere Welt hernieder, weil wir sonst so traurig sind. Es gibt da Kommentare von Edith, von Manuela, von Silvia, immer mit extra vielen Emojis. Und immer mit Klarnamen auch vor allem, das ist ganz wichtig. Ich glaube, da freut sich Gerda bestimmt sehr. Meine Oma schickt mir das auch immer. Isas Oma und Opa schicken mir das auch immer. Ne? Wenn da Dienste, ich weiß eigentlich nur, welcher Wochentag ist wegen den Grußvideos, die wir bekommen. Wenn dann nicht eine Sache werde, Gerda gibt's nicht. Ob Karl sich solche Kommentare auch wünscht, ist sehr viel angenehmer, als ich schneide dir deine Kehle durch, du linksextremer Hurensohn, ne? Also, da hätte ich dann schon lieber sowas, muss ich sagen. Ihr nettes Profilfoto wurde erstellt mit This Person Does Not Exist, eine Website, die bei jedem Refresh mit künstlicher Intelligenz ein neues Bild von der Person erstellt, die es gar nicht gibt. Und wir haben einfach so lange auf Refresh gedrückt, bis wir eine Person gefunden haben, von der wir dachten, die sieht aus wie eine Frau, die Grußvideos erstellen würde. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber wenn es Gerda gar nicht gibt, wer hat denn all diese tollen Grußvideos produziert? Das war Anselm, ein Werkstudent, dessen Zeit bei uns in großen Teilen daraus bestand, möglichst viele kitschige Grußvideos zu erstellen. Wer Lust hat, bei uns zu arbeiten, richtigcool.de/jobs. An dieser Stelle ein Riesenlob an Anselm, denn er hat es tatsächlich geschafft, über 150.000 Views zu generieren und 387 Abonnenten. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht nicht viel, wenn man die Kanäle von bekannten YouTubern gewöhnt ist, aber das ist ziemlich gut für einen brandneuen Kanal, den wir komplett absichtlich mit nur Quatsch gefüllt haben. Wir hatten in kürzester Zeit 4 virale Hits mit über 25.000 Views. Und ich glaube, wenn wir das noch weiter durchgezogen hätten, dann wäre da noch viel, viel mehr drin gewesen. Aber ich kann halt meine Mitarbeitenden nur so viel foltern, bis ich dann anfange, Mitleid zu bekommen. Deswegen richtigcool.de/jobs. Was der Kanal Gerda Gemütlich eigentlich für uns bewiesen hat, ist nicht, dass wir einen der besten Werkstudenten der Welt hatten, sondern wie krass gut der YouTube-Algorithmus ist. Bei YouTube kann man sich nämlich anzeigen lassen, welche Kanäle die Zuschauer und Zuschauerinnen sich sonst so angucken. Bei mir sind das zum Beispiel die Space... Was ist denn für ein Video? Oh Gott. Weißt du, in anderen Communities, ne, da legen die Mods dann zusammen und dann kauft man der Streamerin neue Reizwäsche vom Mod-Team und ich krieg ein Video von Ellie Schramm. Fox, also, Mr. Wissen to Go, Extra 3 oder Renzo. Bei Gerda ist es Ellies Sprüchewelt, Ellies Glückskäfer. Wir wollten dir ein Lied schicken, aber Mops hat die Idee. Und andere Grußvideokanäle wie Rosi Rosenthal und Grüße für dich. Wir haben den Stil von Ellie Schramm absichtlich kopiert und der Algorithmus hat das sofort erkannt. Annulis, Mann, vielen herzlichen Dank für 10. Geh mir jetzt kurz mal ins Maul kotzen. Oh, Odin. Hey, du. Und Gerda bei Abonnenten. Pause. Nimm dir etwas Zeit für dich. Dein Maul. 2005 Bildeffekte, Hundewelpen, hier ein Flugsub zum Geburtstag. Dankeschön. Vielen Dank. Und Abonnentinnen dieser Kanäle gepusht. Und der Algorithmus hat die Videos in genau die richtige Zielgruppe ausgespielt. Und falls ihr euch fragt, wer das ist, der solche Grußvideos guckt, es sind tatsächlich 80% Frauen, 70% über 65 Jahre alt. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Das Ding ist, wenn du für Gigaboomer-Content machst, von denen nutzt keiner Adblock, ne? Da kannst du einfach mal die 15 Minuten Grußvideos hochladen, ne? Und dann alle 30 Sekunden eine Werbeunterbrechung. Und die denken sich, ach, schon wieder Werbung. Naja, wie im Fernsehen. Ich habe in meiner gesamten Karriere als YouTuber noch nie einen Kanal gesehen, der 0%... Internet und Großeltern sind sowieso mystisch, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das potenziell in meiner Familie so ist, aber das ist einfach nur eine Erzählung, die ich jetzt mache. Es gibt Großeltern, die, wenn sie, also
die Rollladen zumachen und das Telefon ausstecken, wenn sie sich beim Online-Banking einloggen. Ja? Stichwort Datensicherheit. So dumm ist das gar nicht. Nee. So dumm ist das gar nicht. Oh, die Cent Leute im Alter zwischen 13 und 44 hat. Gerda Gemütlich? Schon. Und stellt sich raus, Frauen über 65 sind die beste Community der Welt. Wir haben fast 150 Kommentare bekommen und jeder einzelne war unglaublich positiv. Ja. Wir haben sogar richtige Fans wie Manuelas Wellensittichwelt, den Horst, die Dagmar oder den Fred, die unter so gut wie... Dankeschön, liebe Gerda, für das liebe Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag und alles Gute. Kaffee, Brezel, Blumenstrauß, Sonnenblume, Sonne. Jedes Video von Anfang an kommentiert haben. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Fazit für euch, nur, dass wir vielleicht alle im Internet netter zueinander sein sollten, wie die Gruß... Ja! Ich habe extra mal einen Google Drive-Ordner mit TikToks gemacht, weil die scheiße waren, Alter. Video-Community. Mir ist an der Stelle ganz wichtig, dass keiner von euch rübergeht zu Elli Schramm und Co. Ich wollte dieses Video wirklich nur machen, weil es mich unglaublich fasziniert hat, was für eine völlig untypische Sache da in den Trends ist und wie unglaublich vielseitig YouTube ist. Ich meine, da sind 200.000 Rentner und Rentnerinnen, die das feiern, weil ihnen jemand im Internet einen schönen Montag wünscht. Und das ist eigentlich auch fucking traurig, wenn man... Das ist eigentlich ein fucking Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, oder? Dass Rentner ins Internet gehen und bei YouTube so richtig miese Grußvideos morgens schauen und sich da wahrscheinlich echt drauf freuen. Wie geil ist das? Was für ein krasser Unterschied ist das zum absolut abscheulichen Rest vom Internet? Ja. Wir machen uns drüber lustig, wenn wir von unseren Tanten solche Videos geschickt bekommen, aber wie geil ist das eigentlich? Das ist einfach nur nett, das ist einfach nur schön, das ist einfach das wholesomeste, was es gibt. Und das ist einfach mal ein anderes For Bubble Video. Es ist kein Video, wo wir uns aufregen, sondern wo wir einfach mal feiern, dass es im Internet auch einfach richtig schöne Sachen gibt. Und abonniert bitte Gerda Gemütlich, weil wenn wir 100.000 Abos knacken, dann kriegt Anselm einen silbernen Playbutton. Ich möchte jetzt Gerda Gemütlich gucken. Wo ist denn Gerda Gemütlich? Abonniert Gerda Gemütlich. Hier. Gerda Gemütlich kriegt auf jeden Fall ein Abo von mir. Hier findet warte mal, hä? Die haben erst vor fünf Monaten das letzte Video von Gerda Gemütlich hochgeladen. Die machen ja gar keine Videos mehr. Das ist wie ein Fiebertraum, ey. Vor allem ist das auch echt in der... Ist halt ohne Scheiß... Ist halt original die fucking Zeit, die ältere Menschen wahrscheinlich benötigen, um das zu lesen. Oh, das ist ja absoluter Kick, ey. Das ist ja absoluter Kick. Titel: Hier findet deine Seele Ruhe. Liebe Grüße. Ja, wir sollten jeden Tag einfach Grußbotschaften-Titel in den Stream reinpacken, um für ein bisschen mehr Positivity zu sorgen, ne? Alter, guck mal, wie traurig ist das denn hier? Fucking Fred Boxberger. Hallo, liebe Gerda. Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Ostermontag und alles Gute und Liebe. Und jetzt machen die einfach keine Videos mehr. Alter, das ist doch ultra traurig. Fred einfach mit großem Abstand. Fred, bester Mann. Bester Mann. Noch ein paar Smileys kopieren. Man kommuniziert in Smileys. Der versteht diesen Halbsatz doch gar nicht. Deswegen ja die Smileys dahinter. I can't live a life running for my life. I will always want you. I came like a wrecking ball. I never hit so hard.